Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Müritzeum in Waren. Trotz verschlossener Türen ist im Müritzeum einiges los. Die Karpfen fragen sich schon, wo eigentlich die ganzen Besucher bleiben. Keine neugierigen Blicke und auch keine Stimmen sind zu hören. Im Müritzeum ist es ganz leise und ruhig geworden. Die Vorfreude auf eine zeitnahe Öffnung ist aber groß. Dann kann die Natur der Mecklenburgischen Seenplatte wieder mit allen Sinnen erlebt werden. Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Haus der 1000 Seen und begeben Sie sich zum Beispiel auf Spurensuche von Tieren und Pflanzen.